schaust du dir an, wenn es der Kreuzkönig ist, dann rastest du komplett aus und springst auf den Tisch. Weißt du? Ja, ich hab gerade auch diesen Kinder, da ist ja. Wir machen aber trotzdem ausrasten. Yo, ich pack gerade meine ganzen Sachen zusammen. Das sieht dann so aus. So. Hier die ganzen Sachen. Und ja, dann geht's jetzt gleich auch weiter zur Show. Dann nehme ich euch natürlich mit. Jo, was geht ab, meine Freunde? Wir befinden uns jetzt gerade backstage in meinem Aufenthaltsraum. Das ist hier so ein Konferenzraum von der Firma, bei der ich jetzt gleich auftrete. Da mache ich jetzt gleich eine Runde Show. Und ja, es ist sehr, sehr schön hier. Ich habe schon echt alles erlebt, von kleiner Abstellkammer bis Turnhalle. Hier sind alle meine Sachen. Hier habe ich auch schon angefangen, was vorzubereiten. Und und dann mal schauen, wie gut das Publikum mit drauf ist. So, das war die erste Show. Wir haben jetzt zusammengepackt, wir durften leider nicht filmen. Kein Problem, wir nehmen euch jetzt mit zu der nächsten Show und da filmen wir einfach ein bisschen. Sieht schon keiner, merkt schon keiner, aber wird auch passen. Hat alles super funktioniert, es hat riesen Spaß gemacht, Publikum war super drauf, Wetter war super, alles super geklappt und jetzt geht's auf zum nächsten Auftritt. So, das war's für heute. Letzter Auftritt ist vorbei. Wir sind jetzt gerade nach Hause gekommen. Ich habe mir jetzt ein neues T-Shirt angezogen. Das andere ist natürlich komplett durchgeschwitzt. Ich habe jetzt hier meine ganzen Sachen liegen und das wird jetzt erstmal alles verräumen. Dann wird noch was gegessen und dann falle ich auch endlich erstmal ins Bett und dann habe ich es geschafft für heute. Ja, ich hoffe, euch haben die paar Ausschnitte gefallen und jetzt bis später. Ja, das war's auch schon wieder mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuschauen, wie ich hatte bei den Shows. Es war ein sehr spannendes Wochenende. Wir haben viel gemacht. Ich habe viel erlebt. Wie ihr seht, ich hatte viel Stress. Ich hatte eben diese mehreren Shows direkt hintereinander. Wie ihr bestimmt im Video gesehen habt, war ich nicht so fit bei den Shows, aber natürlich trotzdem durchgezogen. Die Show muss immer weitergehen. Die Show geht immer vor. Und ich bin immer noch, glaube ich, ein bisschen angeschlagen. Ich weiß nicht, woran es gerade liegt, aber wird schon wieder weggehen. Ich werde mich jetzt auch ein bisschen ausruhen. Vielen Dank immer für euer nettes Feedback. Das ist immer klasse zu sehen, wie aktiv ihr auch seid. Und ja, macht einfach weiter so. Bleibt so, wie ihr seid. Würde mich natürlich wieder sehr freuen, wenn es euch gefallen hat. Und wenn euch diese Art von Videos gefällt, einfach dieses, dass ich euch einfach mal mitnehme zu den Shows, wie es hinter den Shows auch aussieht, wie es um die Shows rum aussieht. Eben nicht nur, dass man die Zauberei sieht, sondern alles, was mit der Zauberei eben auch zusammenhängt. Und wenn euch die Art von Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen hoch da bei dem Video, dass ich sehe, dass es euch gefallen hat. Lasst mir einen netten Kommentar da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und natürlich auch mehr von Zauberei, mehr Zaubertricks, mehr Illusionen und so weiter und so fort. Und freut euch aufs nächste Video. Seid gespannt. Ich freue mich auch. Und bis dahin, ciao.